Wir haben uns schon angeguckt, wie Autos sauber gemacht werden. Haben wir auch schon gesehen, wie Schuhe sauber gemacht werden oder allgemein noch Terrassen und alles mögliche, Freunde. Aber wir haben uns noch nie angeguckt, wie Pools sauber gemacht werden. Und es sieht wirklich, Leute, ich muss sagen, es sieht so heftig angenehm aus. Ihr werdet auf jeden Fall echt staunen. Das sind heute dann auch die besten TikToks auch noch am Start. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, Freunde. Ich würde sagen, bei 10.000 Likes kommt wieder eine neue Folge, wo wir auf Autos reagieren, die sauber gemacht werden. Das ist auch schon wieder ewig her. Ich würde sagen, wir labern auch gar nicht so lange rum und gehen nämlich direkt mal rein hier in das Video. Man kann schon sehen, Freunde, hier haben wir so einen Pool, der echt anscheinend richtig, richtig dreckig sein soll. Man kann auch die Filteranlage sehen und oh Gott, nein, bitte nicht. Oh mein Gott, was? Bitte was? Der ist einfach schwarz. Leute, der Pool ist einfach schwarz. Das hat hier dieses irgend so ein Mittel, da Verbraucher gefühlt, aber muss er den ganzen Pool mit voll machen, ne? Ey, der ist einfach. Weil der Pool ist einfach schwarz. Und guck mal hier, ein bisschen Wasser. Man kann schon sehen, dass es jetzt ein bisschen sich verbessert. Okay, irgendwie noch nicht wirklich, ne? Hey, hier ist ein kleiner Frosch. Okay, das ist ein kleiner Frosch. Okay, auch nicht schlecht. Aber man kann sehen, dass er irgendwelche Tiere die ganze Zeit in dem Pool drin hat. Aber irgendwie sauber wird er noch nicht. Ne? Schon wieder so ein Tier. Sag mal, was ist denn das für ein Pool? Der muss hier erstmal die ganzen Tiere wegbringen. Aber nochmal ein bisschen mehr Pulver. Und erstmal auch das Laken hier zusammenfalten und jetzt kann man noch sehen, der Pool ist auf jeden Fall nicht mehr so komplett schwarz, sondern, oha, 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 wie ist denn das jetzt gerade passiert, Freunde, wie ist denn das jetzt hier gerade passiert, guck mal hier, der kann jetzt erstmal mit so einem Eimer gefühlt das ganze Ding sauber machen, jetzt hat er unten auch noch so einen Roboter, aber wisst ihr, was ich mich frage, oh mein Gott, seht ihr den Boden, seht ihr da den Unterschied, yo, aber ich frage mich gerade, warum holt man sich einen Pool und lässt den so dreckig werden lassen? Guckt euch das mal an, wie das aussieht, Leute. Ja, erstmal noch, okay, erstmal ein bisschen Sprite gönnen nebenbei. Aber jetzt auch hier mit dem Catcher, erstmal, oder mit dem Casher, erstmal die ganzen Blätter und alles mögliche entfernen, ist das ekelhaft, ne? Und dann macht er auf jeden Fall nochmal hier den Eimer mit sauber, die Pumpe geht an und dann kann er auch schon anfangen, so ein bisschen die Wasserqualität zu messen, den pH-Wert. Und ich glaube, der ist noch nicht besonders gut. Das heißt, jetzt hat er es, glaube ich, fertig gemacht. Der Pool ist wieder wie neu und ja, der war auf jeden Fall echt ekelhaft. Aber guckt euch mal bitte schön den Pool hier an. Das ist auch wirklich absolut ekelhaft, Freunde. Und jetzt kann man schon sehen, er hat hier diese Anlage. Und wenn man sich nur so ein bisschen auf den Boden bewegt, geht schon der ganze Dreck auch ab. Jetzt hat er hier sogar Säure. Was? Der hat hier irgendeine Säure am Start oder so. Und jetzt kann er damit, glaube ich, den ganzen Boden und die Wände erstmal perfekt sauber machen. Und ey, das ist ja, ich schwöre es euch, ne? Das ist ja wirklich zu, oh, ist das ekelhaft, Leute. Ist das ekelhaft, ich würde doch, okay, okay, das ist schon heftig. Was ist denn das überhaupt alles, Alter? Hat da einen Elefant im Pool geschissen? Und was ist das, Leute? Er saugt das auch noch auf. Okay, der Pool ist auf jeden Fall wieder sauber. Ja, auch nicht schlecht. Jetzt hier noch ein bisschen im Wasser rüber und schon fertig gemacht. Achso, das ist ein Typ, der die ganze Zeit Pools sauber macht. Okay, und hier haben wir sogar auch den nächsten. Oh mein Gott, Leute. Gönnt euch mal bitte schön den Pool. Da sind gefühlt gestorbene Zellen oben drauf. Was ist das, Alter? Was ist das, Leute? Okay, also man kann sehen, Mission Pool sauber machen. Wird hier auf jeden Fall wieder groß geschrieben. Da wird jetzt auch erstmal hier unten irgendwie anfangen. Man sieht das nicht mal bis nach unten, ne? Man sieht das Ding nicht mal bis nach unten. Das kann doch nicht angehen. So, hier erstmal mit dem Besen so diese kleinen Feinheiten machen. Alter, was ist denn bei den Treppen los, Leute? Ist das ekelhaft, ey. Ey, ohne Spaß, Mann. Wozu hat man einen Pool, um den so aussehen zu lassen? Okay, Wasser ist auf jeden Fall raus und gönnt euch ein. Oh mein Gott, er sagt, das stinkt da drin richtig heftig. Und das sind halt alles so Algen und so, ne? Ey, ist das ekelhaft, Freunde. Ist das ekelhaft. Aber man kann sehen, der Boden war mal weiß. Ja? Der Boden war mal weiß. Auf jeden Fall gut zu wissen. Und jetzt haben wir wieder diese komische Säure am Start, die jetzt gleich wieder da verteilen wird. Ich glaube, die wird dann am besten alles richtig, richtig gut sauber bekommen. Ey, ist das ekelhaft, ne? Leute, ist das verrückt. Wie kann man einen Pool so dreckig werden lassen? Aber hier kann man schon wieder sehen, es wird langsam. Also, ja, langsam.
Ey, das sieht aus, als hätte man einen Alien zermatscht oder so. Aber zack, ist der Pool wieder wie neu. Ohne Spaß. Und zack, ist der Pool wieder wie neu. Ich glaub's ja nicht. Also, dass die das geschafft haben, ne? Kurz hier nochmal ein Timeless von dem Pool, wie der quasi sauber gemacht wurde. Ey, das ist, das kannst du einem nicht erzählen, ne? Das kannst du einem nicht erzählen. Jetzt wird im Endeffekt das nachher alles aufgesaugt und, ey Leute, ist das... Das ist so hardcore eklig, ne? Guck mal, wie das jetzt hier alles aufgepumpt wird. Oder abgepumpt, besser gesagt. So, und zack, alles perfekt wieder in die Mitte rein und dann haben wir auch den Pool so gut wie fertig. Ey, das ist, Respekt, ich muss sagen, auf jeden Fall Respekt für diese Arbeit. Also, das ist auf jeden Fall ein Job, sieht halt auch angenehm aus. Das sieht immer heftig angenehm aus. Aber wir haben jetzt direkt schon wieder den nächsten Pool am Start. Und zwar haben wir jetzt eine Mission vom grünen Ekelpool. Ja, und zwar grün wie keine Ahnung was. Und hier kann man schon sehen, was an den Treppen auch alles hängen geblieben ist. Auch unten hier. Man kann sehen, der Pool braucht erstmal ordentlich Arbeit. Das heißt, erstmal wieder hier dieses Badesalz oder so da reinmachen. Keine Ahnung, was es ist. Anscheinend irgendein Pulver, was halt so ein bisschen das alles so zusammenmatscht oder so. Und was? So schnell ist der Pool schon wieder von der Farbe entfernt. Okay. Erstmal hier mit dem Kescher wieder ein paar Sachen rausnehmen. Dann hat man hier wieder so einen Gartenschlauch oder so gefühlt. Und dann wird der Boden auch jetzt hier wieder sauber gemacht. Und ey, ich sag's euch, ne? Ich weiß nicht warum, aber ich hätte irgendwie Lust, einfach jetzt gerade so einen Poolboden sauber zu machen. Erstmal ein bisschen Cola gönnen, kann man auf jeden Fall auch machen. Aber jetzt hier gerade so ein Poolboden wäre halt mega, mega nice, ne? Und dann, also sauber zu machen. Und jetzt, kommt das nächste. Okay, einfach so ein, der grünste von den grünsten. Also der hat wirklich so einen Grünstich in dem Dings drin, im Wasser drin. Und ich möchte mal wissen, was das für ein Backpulver ist, Leute. Was ist das? Was ist das für eine Konsistenz? Beziehungsweise Pulver, aber was ist das so? Was ist da drin? Schreibt mal gerne in die Kommentare, wenn ihr es wisst. So, hier wird jetzt erstmal wieder so ein bisschen sauber gemacht. So kann man jetzt sehen, der ganze Dreck ist erstmal am Boden angesammelt. Auch mega ekelhaft wieder. Und dann kann man sehen, dass im Eimer auf jeden Fall sich auch ab und zu immer noch so ein paar Blätter befinden, wenn man da das Ding reintunkt. Und schon wieder den Boden. Ey, das sieht halt am geilsten aus, ne? Das sieht halt ungelogen am geilsten aus. Jetzt muss ich hier den Filter mal ein bisschen ausleeren, weil hier ganz viele Blätter und so sind. Aber guckt euch mal bitte schon das hier an. Ey, wie viele Blätter, Alter. Und zack, die nächsten Blätter wieder gönnen. Und schon ist der Pool auch wieder cleaner Rino, Freunde. Und jetzt haben wir sogar diesmal einen Whirlpool. Nach einer Party. Ja, da ist wahrscheinlich ganz viel Alkohol drin, sonstige Flüssigkeiten oder so, keine Ahnung. Mal gucken, was wir da alles so drin haben. Aber es wird erstmal das Wasser rausgeleert und dann kann er den ganzen Pool auch jetzt mal sauber machen. Und ja, da sind halt überall die ganze Zeit irgendwelche Flaschen drin. So, jetzt kommt er hier erstmal mit so einem Filter, den er erstmal sauber machen muss. Und man kann schon sehen, wie dreckig der Filter eigentlich war, ne? Zack, kommt er wieder rein. Jetzt wird auch hier erstmal so ein bisschen was abgesaugt und man kann sehen, jetzt sieht er wieder clean aus. pH-Wert vom Wasser, gucken wir mal ganz kurz. Sieht gut aus, Freunde. Kann man sich wieder reinschillen und direkt die nächste Party sozusagen starten. Und dann kann man auch einmal ganz kurz hier wieder die Blubber-Party starten lassen. Und der Pool auch fertig. Das waren auf jeden Fall echt richtig, richtig coole Pools, die sauber gemacht wurden. Wenn ihr von sowas vielleicht noch mehr sehen wollt, dann lasst mich auf jeden Fall gerne wissen, Freunde, indem ihr einfach gerne einen Like da lasst und ein Abo und checkt eins in meinem Video aus, einfach draufklicken und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.